So, und es geht weiter im Winter Anno Domini 1403. Da wollen wir mal schauen. Was haben wir genau? Wir hatten jetzt... Wir haben sogar ein paar Gäste gehabt. 5 Gäste. Und genau, wir hatten eine Zwangsfindung. Dann Lagerbestand ist... Naja, okay. Kann man mit leben. Ich kann eigentlich mal... weil... Wir brauchen ja Kohle. Da kann ich eigentlich mal was verkaufen. Der Preis ist sowieso gerade gar nicht mal so schlecht. Gut, Körnermahlzeiten geht besser, aber... Das sind halt Körnermahlzeiten, aber vor allem das Dünnbier. Das ist... schon noch viel wert. Und wir werben ja auch noch. Wie lange? Jetzt 3 Jahre. Ne, 4. Also, ja, stimmt. Wir bekommen ja dann nachher die Nachricht und erst dann gilt das Jahr. So, Karren. Danke. Holz und Eisen. Nein, Quatsch. Stein und Bier. Na? So. So. Nehmen wir nochmal... Ja, Rohstoffe werden halt immer gebraucht. Hätte ich natürlich ein bisschen besser verteilen können, muss man dazu sagen. Wie sieht's eigentlich aus? Wie viel Schulden habe ich denn jetzt noch? Bei der noch 1000 und... Ich könnte natürlich auch in mein Hauptbuch gucken. Oh. Oh. Oh, oh, oh. Oh, nein, die ist abgesprungen. Das ist aber echt doof. Josephine, Josephine, du enttäuscht mich. Zwei Weingeist haben wir noch. Dann machen wir das doch mal so. Dann produziert ihr beide jetzt mal. Ihr seid der Meister. Genau deshalb. Da können wir jetzt nur hoffen. Der erste wird rückzahlbar dieses Jahr. 1000. Okay. Okay, okay. Haben wir ja was zu tun. Ja, und zwar Weingeist. So, jetzt haben wir wieder 3 Stück. Da können wir jetzt nur hoffen. Dass der Karren schnell genug ist. Was haben wir? 703. Okay. Gut, 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 gut. Was ist hier los? Ja, leicht spät. Dann kann ich aber schon mal... Wechselstube billiger Zins. Ja, ist ja gut. Willkommen. Bei welcher Transaktion soll ich euch behilflich sein? Der da. Schuldenfrei sind wir noch nicht. Aber wir stehen auf jeden Fall schon mal gut da. Ja, ich muss um eine neue Frau werben. Dann wollen wir mal gucken. Edelfrau, Geldzählerin, 1. Grad. Der Vorteil an der... am Geldzähler ist, wenn man einen entsprechenden Betrieb hat, der läuft im Grunde genommen von selbst. Weil da gibt's, also man kann da drin einfach nur Geld verleihen. Sonst nichts. Wenn man dann einen anderen Betrieb erbt, ist natürlich der in Anführungszeichen Nachteil, dass man einen Meister reinsetzen muss, der teuer ist, oder eben
sagt, okay, ich führe einen zweiten Betrieb selber, wenn man den entsprechenden Beruf erlernt hat. 106. Wir zahlen auf jeden Fall Zinsen. Ja, wir lassen die mir da, sonst beschweren sich die Gäste. Ja, ist gut. Dann kommen die nicht wieder, das ist nicht gut. Wir haben ja jetzt erst ein paar. Und dann müssen die ja nicht vor leeren Tellern sitzen. Wenn die aus dem Wald kommen, Bäume umgehackt haben. Dann wollen die ja eine kräftige Mahlzeit haben und dann... Ja, das Einzige, was wir noch machen können... Ja, Weiterbildung kommt erst übernächstes Jahr. 4 APs ausgeben. Und auf Tagesende warten. Aus dem Fenster springen bietet sich jetzt noch nicht so sehr an. Erstmal nach Hause. Oh, sogar im Plus. Da haben wir aber Glück gehabt. Da haben wir Glück gehabt. Da waren die Zinsausgaben nicht so hoch. Ja. Ihr habt es euch verdient. Ihr habt eure Fähigkeiten in der Handwerkskunst durch die Lektüre des Buchs mit Hammer und Meißel verbessert. Eure Fähigkeit ist okay. Ja, und nicht nur das, wir haben sogar direkt mal 7 Körnermahlzeiten verkauft. Nee, gar nicht wahr, 6. Wir hatten ja nur 9. Wir sind im Plus. Wir können, mal gucken, Importe. Sind keine neuen dazugekommen. Ja, mal eine kleine Eskorte. Haben wir sogar immer noch Plus. Gut, jetzt hätte ich es auch drauf ankommen lassen, dass ich nicht mehr im Plus bin für die Eskorte, aber gut. Müssen wir schon 6 aufbringen. Aber die Zeit hat sich verkürzt. Ne? Eben noch vor dem Upgrade mussten wir noch bis 1405 warten. Ach ja, und ich werbe ja immer noch. Ich fürchte nur die 7 Jahre, das wären ja mehr. Das ist aber nicht so sehr cool. Ja, im Moment bin ich sowieso pleite. Da geht das nicht. Ne? Da geht gar nichts. Wollen wir mal gucken. So, hier können wir auch nicht viel machen. Können wir mal die Gerste umladen. Der Papst hat heuer sein Leben ausgehaucht. Oh, Gedichte. Ja, und der Papst ist tot, okay. Ah, ich habe ja gar nicht genug Geld. Ha, 9 Dukaten. Damit darf man dem Gedichtemenschen leider nicht zuhören, dem Troubadour oder dem Barden. Nee, Barden sind ja die Sänger. Ja, ist eigentlich schon ein bisschen mies, aber... Wat nicht jäht, dat jäht nicht. Dann hoffen wir mal, dass unsere Schankmädchen mal ein bisschen reinhauen. Obwohl ich eigentlich ja mal wieder Weingeist produzieren müsste. Der Papst ist tot. Lang lebe der Papst. Was ist euer Begehr? Ja, das Sinn macht. Kann man natürlich dann die Produktion geteilt, aber wir haben jetzt 10 Körnermahlzeiten. Das reicht auf jeden Fall erstmal für heute Abend, wenn dann wieder Gäste kommen. Ich muss mal ein kleines bisschen hier die Soundoptionen anpassen, weil es ist ein bisschen leise. Ich hoffe, dass das so geht. Dass es so besser ist. Also für mich auf jeden Fall. Ich hoffe, für euch habe ich es dann jetzt nicht verschlimmbessert. So. Jetzt kann ich auch wieder was hören. Ich stelle gerade meine Kopfhörer ein. Ich habe unglücklicherweise so drahtlos Kopfhörer. Das führt gerne schon mal zu Problemen. Aber glaube ich, noch ein kleines bisschen... Gehen wir nochmal die Soundoption vielleicht nochmal so
Ja, ich glaube, so ist besser. Aber vielleicht bilde ich mir das auch nur ein. Wie weit sind wir denn jetzt hier? Wir haben jetzt mal wieder 3 Weingeist. Roggen haben wir genau, aber Gerste haben wir wenig. Aber wir haben auch kein Geld. Also ist jetzt auch nicht so, dass man sagen könnte, wir könnten jetzt mal Kohle machen. Aber wir verkaufen mal die ganzen Körnermahlzeiten. Wir müssen Kredite bedienen. Wir müssen Rohstoffe kaufen. Ja, das Mittelalter war dunkel. So. Na, 150 ist nicht die Welt, aber ist schon mal besser als gar nichts. Und wir brauchen dringend Gerste. Weingeist? Nein, 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 ich kaufe noch keinen Weingeist. Normalerweise, ich mache das gerne schon mal, wenn ich ein bisschen Geld übrig habe oder wenn es halt gut läuft, um das Ganze von der Produktion her zu beschleunigen. Aber im Moment läuft es noch nicht so gut. Ich hätte vielleicht doch am Anfang auf die Kredite verzichten sollen. Das geht ja auch. Nur dann hätte es sich ein bisschen mehr gezogen. Das wollte ich jetzt vermeiden. Aber ich kann mal zum Barden gehen. Ja, ich liebe Gedichte. Die guten alten Zeiten. Niemand wird heute noch bestreiten, dass die guten alten Zeiten, sieht man sie genauer an, misslich waren dann und wann. So zum Beispiel all den Scharen, welche nicht von Adel waren, bot die gute alte Zeit selten Grund zur Heiterkeit. Auch die Ritter mussten leiden und sind gar nicht zu beneiden. Eine Burg so feucht und kalt, das war kein schöner Aufenthalt. Ja, wie gesagt, war das dunkle Mittelalter. Und nach dem Vortrag fühle ich mich zufrieden. Okay, schade. Ich dachte, ich hätte vielleicht irgendwo einen Gunstbonus, aber nein. Aber ist ja auch schön, ich fühle mich zufrieden. Hab Gerste bekommen. Alles prima. Ich kann mal gucken. Kann ich leider nicht, nein. Schade. Bei der habe ich keinen mehr offen. Bei meiner Ex-Verlobten. Bei die Bitch. Aber ich habe noch keinen offen. Und ich werbe ja auch schon wieder. Was schenke ich ihr denn? Das mit dem Leibeigenen hat letztes Mal ganz gut geklappt. 7 Jahre musste ich, jetzt sind es noch 6. Na gut. Ja, geht nicht. Ach ja, genau. Ich warte ja hier noch auf Weiterbildung. So einige Zeit in Brauereien noch deutscher Hansestädte verbringen. Theoretisch kann ich danach sogar einen gehaltvolleren Meistergrad als meine Schenke erweitern, aber dafür habe ich das Geld nicht. Ich bin ja arm. Armes Schlückerchen. Da bin ich jetzt mal auf die Auswertung gespannt. Also unter 500 komme ich auf gar keinen Fall. Also unter minus 500. Oh, und es wurde schon verkauft. Sehr schön. Es waren also Gäste da und es lief gut. Herzlichen Glückwunsch. Eure Anstrengungen sind belohnt worden. Von heute an wird euch das Recht verliehen, einen höheren Meistergrad zu führen. Ihr seid Schankwirt. Ja, Schankwirt mit seinem eigenen Bier. Selbst zu leiten. Die Schenke und das Wirtshaus. Gezeichnet die Vereinigung gegen die Sperrstunde. So, minus 10. Schade, haben wir gerade so, gerade verpasst. Egal. Aber minus 10 kann man verkraften. So. Was haben wir jetzt noch im Lager? 4 Körnermahlzeiten. Und ich muss diesen Monat 2 Kredite zurückzahlen. Oder nein, sogar alle 3. Ich brauche diesen Monat 4.000. Oha. Ich fürchte, da muss ich nochmal einen Kredit aufnehmen, weil sonst gehe ich pleite. Das wäre nicht so cool. Da lande ich im Schulturm. Noch 2 Jahre warten. Cool. Siehst du, das wäre doch ärgerlich. Wenn ich jetzt verlieren würde, das wäre doch ärgerlich. Das geht nicht.
Erstmal nehmen wir, das ist eben eurer Konkurrenten einen neuen Titel verliehen. Edelmann. Damit tilgen wir erstmal. Wir tilgen erstmal in dem anderen. Ne? Da bei meiner Ex-Verlobten, weil die scheiße ist. So. Aber wir gucken trotzdem mal, was die für. Ja, gut, okay. Ist ein gutes Angebot. 4 Jahre Laufzeit. Dann können wir hier welche ablösen, die dieses Jahr auslaufen. Kredit tilgen. So. Und dann habe ich jetzt wieder 4 Kredite. Unfassbar. Wir müssen auch mal hier die Schenkel reparieren. So. Ja, Weiterbildung geht noch nicht. Doch, ich kann mal Verhandlungsgeschick verbessern. So. 11 Weingeister, ja Mädels, dann, ne? Wir sind jetzt 1405, ich habe letztes Jahr was Wesentliches vergessen. Verdammt, ich hätte die befördern können. Dann arbeiten die schneller. Aber, das lässt sich ja nachholen. Dann bekommen die auch gleich eine Prämie. Damit die wieder ein bisschen happy sind. So, und dann hoffe ich jetzt, dass sie schneller arbeiten. Haben wir hier alle Erweiterungen? Ja. Ich kann auch noch mal schauen. Habe ich ja vorhin schon mal nachgeguckt. Aber es gibt einfach keine Weidenruten. Es ist zum junge Hunde melken. Es gibt Weidenruten. 4 Stück. Und die sind gerade billig. Das ist echt ein guter Preis. Und jetzt können wir nämlich unsere Arbeiter mit den Weidenruten einfach mal eine Runde antreiben. Dann sind die 10% schneller. Arbeitet ihr Slaven, los! Ich habe eine Weidenrute! Von Rohstoffen her stehen wir auch ganz gut da. Ist nicht optimal, aber ist okay. Ja, wir können jetzt auch nichts mehr ausbauen, beziehungsweise wir könnten oben im Gastraum, können wir noch das Silberbesteck ausbauen, aber Silberbesteck gibt zwar nochmal höheres Gästeaufkommen, aber ist auch so teuer. 1125. Ich glaube auch nicht, dass das was bringt. Also wir haben ja hier auch schon, also es bringt schon was, aber ne, wir haben ja hier überall schon höheres Gästeaufkommen und da können wir jetzt auf 10% nochmal verzichten. Das will einfach keiner 17 spielen. Das ist Wahnsinn. Vielleicht bei der Konkurrenz. Dann nehmen wir die Konkurrenz aus. Oder auch nicht. Wenigstens bin ich nicht der Einzige. Also bei der Konkurrenz läuft ja dann auch nichts. Ganz offensichtlich. Und der Preis für das Dünnbier steigt wieder. Das ist gut. Ich werbe doch noch. Habe ich schon... Nee, ich habe noch kein Geschenk geholt, ne? Nein, habe ich nicht. Ein Ausflug aufs Land, ja, davon. Oh, sie schaut mich bewundernd an und möchte mich... Das hätte ich vorhin direkt machen müssen. Weil... Cool, das geht doch. Es gab nämlich früher mal so einen schönen Bug, wenn man nach einer bestimmten Uhrzeit dann auf 0 Jahre war. Anwesende. Wir haben uns hier zusammengefunden, um den heiligen Bund der Ehe zwischen diesem Mann und dieser Frau zu beschließen. Ja, war eine Geldehe. Aber das kann ich ja jetzt nicht sagen. Wollt ihr diese Frau zu eurem angetrauten Eheweibe nehmen? So antwortet mit Ja. Lass mich nochmal gucken. Ja, ich will. Na gut. Wollt ihr diesen Mann zu eurem angetrauten Ehemann nehmen? So
antwortet mit Ja. So, sag ja. Ich bin. Geht doch. Voll romantisch. Damit erkläre ich euch zu Mann und Frau. So, ich muss jetzt wieder in die Schenke. Ja, ja, wir gehen, aber ich gehe erst in die Schenke. Meine Frau kann ja hingehen und sich mehren. Wir vögeln heute Abend. So. Jetzt bekomme ich auch bald Kinder. Und ich habe voll die reiche Frau. Die ist Geldwechslerin, zweiter Grad. 10. Das ist... Haha, das ist hier sie, richtig? Astrid, ja, ich habe die andere bekommen. Ja, du wolltest mich nämlich nicht, Josephine. Da bin ich einfach zu der Astrid in die Wechselstube gegangen. So sieht das aus. Ja, und das ist die Drechselei von nebenan, beziehungsweise mittlerweile Tischlerei. Nee, noch Tischlerei. Wird bald zur Drechselei. Irgendwann mal, aber... So. Dünnbiere. Jetzt haben wir so viele Dünnbiere wie Körnermahlzeiten. Ich glaube, dann können wir auch einfach mal wieder... Ja. Beatrice, mach Körnermahlzeiten. Ich bin mir auch noch nicht sicher, wenn ich es jetzt nicht vorher verkaufe, ob ich nicht zumindest ein paar Dünnbiere rausnehme, damit die jetzt nicht irgendwie zu einem Preis wegkloppen, wo ich dann sage, hätte ich jetzt nicht unbedingt verkauft. Aber ich meine, das kann man mit Körnermahlzeiten machen, aber bei so teuren Sachen... Na, ich weiß ja nicht. Da kann es sich mehr lohnen, das auf dem, jetzt wollte ich sagen, auf dem Weihnachtsmarkt zu verkaufen. Da mit Sicherheit auch, aber vor allem hauptsächlich erstmal auf dem Markt. Ja, ich weiß gar nicht, wir haben Sommer, das heißt, die arbeiten heute bis 21 Uhr, glaube ich, ne? Wird schon stimmen. Ich brauche auch dringend wieder Rohstoffe. Also das sollte ich auf gar keinen Fall vergessen. Ich glaube, ich verärgere jetzt meine Kundschaft und verkaufe einfach alles. Ich brauche Kohle. Stein und Bier. So muss das nämlich aussehen. Dann brauchen wir Importe. Wir brauchen Roggen und Gerste. Und dann kann ich auch mal in einen zweiten Wagen investieren. Dann kann ich den hier verkaufen. Der bringt zwar nicht viel, aber jetzt habe ich gerade ein bisschen Kleingeld. Jetzt kann ich den dann dahin schicken. Und, die hat zu, ne? Die hat zu. Die Astrid hat zu. Meine Frau hat zu. Und im Bett will die sich nicht bezahlen lassen. Ich verstehe das überhaupt nicht. Ich würde ihr das Geld ja zu Hause geben, aber dann meckert die immer so, wenn ich ihr das auf den Nachttisch lege. Ich verstehe das überhaupt nicht. Sie erzählt dann immer was von Prostitution und... Keine Ahnung. Ich warte immer noch auf den zweiten Wagen. Aber der in der Schenke ist zuerst da. Den habe ich ja zuerst losgeschickt. So. Gersten und Rogge für die Kellerstube. Oh, es ist Zeit nach Hause zu gehen. Und wir sind noch im Plus. Haben eingekauft. Zahlen ohne Ende für Zinsen. Gildenmeister der Parfümeure, Prinz der Diebe. Drei Gäste. Was haben die denn gekauft? So viel war jetzt nicht da. Naja. Wir zahlen 1200 an Zinsen, dann kommen wir eigentlich jetzt auch noch gut über die Runde. Dabei fällt mir übrigens ein, ich habe immer noch keine 10.000. Das ist unfassbar. Hatte ich nicht irgendwie... Nein, ich habe das Bürgerrecht nicht beantragt.
kann ich nicht. Nee, mir fehlen einfach die 10.000. Dann war das in der vorherigen Aufnahme. Ich muss ja gestehen, die erste Folge war ja meine erste überhaupt jetzt hier auch auf YouTube. Und die habe ich, glaube ich, 3 oder 4 Mal aufgenommen. Beim ersten Mal hat der Postbote geklingelt. Beim zweiten Mal war auch irgendwas und so hat sich das dann fortgezogen. Genau, beim ersten Mal habe ich den Friedhofswärter gespielt. Beim zweiten Mal habe ich den Friedhofswärter gespielt. Ist eigentlich auch sehr witzig, hat aber sehr viel Makaberes. Ne? Also, wo du dann hier Leute einstellst. Im Personalbuch, da hast du dann halt Kreaturen. Und du bekommst im Grunde genommen neue Mitarbeiter dadurch, dass du fremde Gräber aushebst und Geister beschwörst. Naja. Später nochmal. Dass man da drauf gucken kann. Aber jetzt erstmal mit dem Schankwirt weiter. Wir können uns mal die Stadt angucken. Die Zufriedenheit sinkt, die Kriminalität steigt, Arbeitslosigkeit... Obdachlose gibt es viele. Der Bürgermeister könnte mal Häuser bauen. Ja. Naja. 31% der Einwohner, die pennen auf der Straße. Im Regen. Naja. Wir haben Herbst. Und meine beiden Gesellen, Gesellinnen, Beatrice und Silvia, produzieren vor sich hin. Eine Hochzeit findet statt. Ich bekomme ein Kind. Hey. Nein, mein Sohn heißt nicht Wolf. Wie heißt denn mein Sohn? Ich nenne meinen Sohn... Tinef. Tinef Level Up. So heißt mein Sohn. Der Papst hat heuer sein Leben ausgehaucht. Ja. Gläubigen der Welt trauern und klagen. Ist schon doof, wenn man ständig so einen alten Sack auf so einen wichtigen Posten wählt. Die Warenpreise sinken. Ist tot. Lang lebe der Papst. Gregorius der Elfte. Ja, es fehlt Weingeist. Aber wir haben wieder 3 Dünnbiere, 5 Körnermahlzeiten. Das läuft ganz gut. Wir haben jetzt noch den 2. Wagen. Und wir haben noch 4 Aktionspunkte. Dann wollen wir Verhandlungsgeschick mal wieder verbessern. Wir könnten eigentlich auch mal das Haus irgendwie so ein bisschen renovieren. Aber nee. Wir zahlen ja doch 1200 Zinsen. Das ist... Nee. Wir warten noch. Das Portal ist ja sowieso noch nicht gebaut. Das heißt, wir haben ja dann noch keinen Bonus, den wir verlieren könnten. Auf Amtsübersicht, auf Amtsebene können wir uns auch noch nicht bewerben. Wir haben ja noch gar keinen Bürgertitel und selbst wenn, guckt euch mal an, die Leute mögen uns nicht. Wir versorgen sie zwar mit Alkohol, aber sie hassen uns. Der böse Alkohol ist böse. Und unser Essen schmeckt auch nicht. Und das liegt alles an Beatrice und Silvia. Die können einfach nicht kochen. Die können kein Bier brauen, die können nicht kochen und jemand hat ein Pamphlet gegen mich aufgehängt. Auf dem Marktplatz. Das ist ja nicht zu fassen. Was schreiben sie denn so? Über mich selbst. Rechtschreibung, das ist mein Leben. Wenn Gott so will, wird Hirn ergehen. Gedeihen? Keine Ahnung. Ich reiß das aber jetzt nicht ab, sondern ich hoffe, dass es bei Holz und Eisen gibt es nicht. In dem Fall muss ich mal die Tischlerei neben meinem Schankbetrieb bemühen. Mich darüber freuen, dass die Gehstöcke haben. Gib mir einen. Einen.
So. Und darüber ärgern, dass die aber keinen Schutzkreuz haben. Dann müssen wir gucken. Es wird ja noch mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit eine zweite geben. Und die haben Schutzkreuze. Das ist sehr schön. Ich habe nicht genug Geld. Die sind aber auch teuer. Nö, dann lassen wir es hängen. Dann sollen die Leute doch denken, was sie wollen. Es wird mich interessieren, was die Leute denken. Ich bin der Wirt. Wenn die zu mir kommen, dann vergessen die das sowieso wieder. Da sorge ich für. Mit meinem eigens gebrauten Kellerstubenbier. Dann kriegen die die Frank-Spezialmischung. Mit doppelt so viel Weingeist. Gratulation, ihr habt eure Fähigkeiten im Talent verhandelt. Supi. Ich kann jetzt besser verhandeln. Und ich muss die Produktion nochmal umstellen. Wir haben jetzt so viel Weingeist. Wir können erstmal wieder Dünnbiere produzieren. Genauso wie wir brauchen auch gerade keine Körnermahlzeiten mehr. Ihr macht jetzt alle Dünnbiere. Los! Oder macht Feierabend. Los! Wie sieht's aus? Es ist immer noch keiner da. Das ist sehr traurig. Wie sieht's hier aus? Auch nicht viel besser. Nee. Ja, die Leute sind eben keine Schenkenmenschen. Ja. Hätte ich den Gehstock nicht geholt, hätte ich... Naja. Geld für Schutzkreuz gehabt. Aber was soll's. Wir warten jetzt noch den Tag ab. Ich bin mal gespannt, wie viel jetzt verkauft wird. Nur 200. Zwei Körnermahlzeiten wurden verkauft. Okay. Das ist sehr traurig. Minus 900. Dann wird wieder ein bisschen was gepfändet. Überschuldung wird euch ein Teil eures Besitzes gepfändet. Ja, aber viel war es nicht. Das ist ja okay. Ja, gut. Sechs Gäste. Naja. Dann wollen wir mal wieder die Weidenroute benutzen. Und schauen, dass wir bald wieder ins Plus kommen. So, wir können hier auf jeden Fall schon mal verladen. Im Winter, da kommen die immer so spät, erst um 9. So. Ja, ich bin ja zum Glück schon verheiratet und ich habe auch schon ein Kind. Hm, hier. Den Tinef. Wann sterben eigentlich meine Eltern? Ich brauche Kohle. Ja, meine Frau ist noch sehr jung. Obwohl, die ist ein Jahr älter als ich. Das heißt, die stirbt auch vor mir. Also, die sterben sowieso vor mir, aber die stirbt deutlich vor mir. Man kann auch schon mal das Pech haben, dass man einen Ehepartner findet, der... ja, jünger ist. Dann ist es etwas blöd, weil dann wartet man länger. Es geht ja bei der Ehe sowieso nur um die Erbschaft, ne? Also hier im Spiel und im richtigen Leben. Das haben wir alle gelernt. Es geht darum, mit einem Ehepartner zusammenzuleben, um dann sein Vermögen zu erben. Kinder zu haben. Die dann das eigene Imperium weiterführen, die eigene Dynastie. Und jetzt habe ich so viel gequatscht, dass ich vergessen habe, noch eine Wache draufzulegen. Jetzt können wir nur hoffen...
abschleift. Ihr könnt jetzt so einige Zeit in Brauereien, Norddeutsche verbringen, sehr gut, um mit diesem Wissen einen gehaltvolleren Meistergrad als Wirt zu erlangen. Ja, dann wird mein hauseigenes Bier nämlich noch besser. Man spielt euch übel mit. Ja, ich bin eine Gefahr für jeden Stadtdiener, das ist unglaublich. So. Ah, leider wieder gesunken. Ja, aber Unterwert verkaufe ich auch nicht. Nee, nee, nee. Dann warten wir lieber noch was. Bis sich die Preise wieder stabilisieren. Mal sehen, wann das passieren wird. Aber das werden wir erst in der nächsten Episode feststellen.